Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von mir, dem Dennis. Und zwar unboxen wir heute Pokémon Alpha Saphir oder Alpha Sapphire, wie es auch ab und an genannt wird. Und die Verpackung, ich finde dieses Blau mega nice, ich finde es richtig geil gemacht. Also hier mit... Ups, jetzt habe ich glaube ich gerade... Ne? Hier, stellscharf. Ja, hier mit so Hinweis auf die Folgen. Schauen wir uns erstmal das Teil von hinten an. Urzeitliche Kräfte werden wieder wecken. Entdecke Kyokris oder Kyokris oder Kyokris. Whatever, Kyokris. Entschuldigung, das war mein Finger. Wahre Gestalt, Pikachu mal Cosplay. Ja, natürlich. Richte deine eigene Geheimbasis ein. Oh, das wird ja hier richtig NSA-mäßig. Beginne jetzt dein Pokémon-Abenteuer. Ernsthaft. Geiler Spruch. Geiler, rätselhafter Spruch. Noch geilerer Spruch. Beginne jetzt dein Pokémon-Abenteuer. Ach, Pokémon. Hier sehen wir wahrscheinlich Team Aqua. Maike. Rex. Ich habe vergessen, wie der Freak hier hieß. Ich habe es ganz ehrlich vergessen. Sorry. Okay, dann machen wir das Spiel jetzt mal auf. Ich mache eine kleine Pause und bis gleich. So, da bin ich wieder und das ist wieder mein Finger. Die Hülle ist jetzt ab. Genauso wie dieses Spiele. Preisteil, aber das Teil da, hier dieses da, ist noch da, ist aber jetzt nicht schlimm, finde ich sogar ganz okay. Und dann öffnen wir mal die Hülle. Ah, zack. Oh, na, super. Ah, okay, ich dachte, das wäre vielleicht auch blau, aber hey, okay, das ist jetzt echt Motzen auf höchstem Niveau. Oder auf hohem zumindest. Hier, zum Glück ist da drüber. Ich hätte keinen Bock, wieder irgendwas zu schneiden. Aha. Aha, also gibt's diesmal nicht irgendwie ein gratis Pokémon wie sonst. Muss ich mal nachschauen. Ja, aber anscheinend nicht. Das war's dann soweit. Ich kann ja mal hier in dieses DS-Heftlein reinschauen. Ach, ist das noch nicht mal so ein... Doch, das ist dieses Heft. Ja, die üblichen Classically Games halt. Ja. Na dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt gleich loslegen zu zocken. Und, sorry, das Video gehört übrigens auch zum Notfallprogramm, ne? Boah, ich hoffe, es ist jetzt nicht... Es kommt voll schwer rauszumachen hier. Jo. Okay, tschö mit...